Hallo Computer. Oh, ja genau, pass auf. Hallo. Machst du? Dann tue ich aus. Ich bin dann draußen. Geht's jetzt hin, oder? Darf ich anfangen? Okay. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Session. Ich versuche das hier mal so ein bisschen improvisiert mit diesem Mikrofon zu machen. Der Robert und ich werden das so ein bisschen abwechseln. Ja, machst du mal eine Folie weiter? Sehr gut, danke. Okay, vielleicht so, so besser? Okay. Können wir das vielleicht weglassen? Nur eine dritte Person zum Mikrofon. Bescheuert. Okay. Ja, ich fange einfach mal an, mich vorzustellen. Ich stehe rechts. Mein Name ist Dennis Hermsmeier. Ich arbeite als Systementwickler bei Midwald. Und du stehst im Bild, ja. Bin heute hier mit dem Robert. Ja, wir haben uns einfach mal gedacht, wir könnten euch mal vorstellen, wie wir quasi als Agentur arbeiten, also wie wir quasi Projekte ausrollen, wie wir quasi Dinge tun. Und da haben wir uns gedacht, das wäre ziemlich langweilig, wenn wir das einfach nur aus Agentursicht machen, sondern deswegen war der Gedanke, wir schließen uns da mit Midwald zusammen und machen einfach mal so die Sicht quasi von einer Agentur und die Sicht von einem Hoster, wie man quasi das umsetzen kann, wenn man Webseiten ausrollt. Deswegen würde ich mal weitergehen auf die nächste Folie. Früher wollten wir Codebeispiele einbauen. Genau, der Hintergrund ist, wie wir früher gearbeitet haben, war, wie ihr das auch alle kennt, dass man quasi einfach sich irgendwie Code zusammenschiebt, dann quasi mit der Hack-PHP im WordPress früher gearbeitet hat und dann direkt einfach im Haupt-Theme quasi Dinge verändert hat. Und genau, die Plugins eben auch im Theme hatte, so wie halt heute auch noch manche arbeiten, aber so haben wir früher quasi auch angefangen, das zu tun. Und deswegen würde ich quasi das einfach mal weitergeben, wie das quasi dann aus Hoster-Sicht war. Jo, der Robert hat es gerade schon schön verdeutlicht, also früher war eigentlich alles einfacher. Man brauchte kein Staging, man brauchte auch nicht so komische Sachen wie Verschlüsselung oder dieses Voodoo-Zeugs, also man hat einfach alles plain FTP und HTTP-mäßig so durch die Gegend geschoben, das war cool, das war hip und Verschlüsselung war eigentlich so überhaupt nicht gegeben an der Stelle und ja, deshalb haben wir hier dieses wunderschöne Schloss gewählt, weil es war halt einfach früher, hat man da nicht mit dem gleichen Blickwinkel drauf geschaut wie heute, es gab dieses ganze DSGVO-Thema nicht, Verschlüsselung war einfach nicht so wichtig, es war nicht so schwierig, Daten auszulesen und deshalb haben früher einfach die meisten Leute unverschlüsselt per FTP vermutlich auf ihren Live-Projekten gearbeitet und sind da auf den Live-Webseiten rumgehüpft und machst du weiter? Ja. Machst du nochmal weiter? Die Präsentation geht auf Roberts Kappe. genau. Und zwar das, was, glaube ich, jedem schon mal, wahrscheinlich heute auch noch passiert, aber früher ist es umso häufiger passiert. Das Risiko, mit dem man leben muss, wenn man auf Live-Webseiten arbeitet, ist einfach, dass auf einmal alles kaputt ist, weil man versehentlich irgendwo, weiß ich nicht, das von PHP das OpenTag rausgelöscht hat und dann hat man auch immer plain PHP auf der Seite stehen oder solche Dinge. Und ja, ich denke, das war früher... Es tritt heute immer noch auf, ja, aber früher war es deutlich häufiger, weil mittlerweile gibt es coolere Lösungen, die einem ein einfaches Staging ermöglichen. Und wenn man sich mal überlegt, warum das früher so war, natürlich zum einen, weil der Anwender, der Entwickler in dem Sinne, es war nicht so einfach, damals nicht so einfach, sich Wissen anzueignen, wie es heute ist, aber auch aus Hoster-Sicht gab es da so ein paar Herausforderungen, so ein paar Schwierigkeiten. Eigentlich war es so, dass es früher, es gab keinen wirklichen Standard wie heute. Es gab kein Open Source, es gab, Standards waren doof, Standards waren total langweilig und blöd. Jeder wollte so seinen eigenen Kram machen und da hat jeder so einfach sein eigenes Süppchen gekocht. Ich kann das mal von uns zum Beispiel erzählen. Wir haben früher angefangen mit Config-Servern, also bei Midwald, da haben wir Config-Server verkauft und haben dann irgendwann gemerkt, okay, irgendwie hat das Ganze jetzt nicht so richtig geilen Komfort für den Kunden, das ist irgendwie ein bisschen doof und skalieren konnte man auch nicht so wirklich. Dann haben wir angefangen, diese Config-Server abzulösen, haben eben geschaut, okay, welche Lösung nutzt man da am besten, haben dann angefangen, uns selbst Lösungen zu schreiben, haben, schönen guten Tag,
haben uns angefangen, selbst Lösungen zu schreiben, haben eigene Skripte geschrieben, eigene Anwendungen, haben ein eigenes Kundencenter programmiert und kamen dann im Zuge dieses Weges bis heute an verschiedene Punkte, wo wir dann so, ich sag mal, Make-or-Buy-Entscheidungen treffen mussten. Das heißt, wir müssen überlegen, entwickeln wir jetzt noch etwas selber und binden uns in Anführungszeichen noch einen Klotz ans Bein oder kaufen wir fertige Lösungen ein, / nutzen wir fertige Lösungen. Und wir haben uns dann nicht direkt fürs Buy entschieden, sondern wir haben uns dafür entschieden, auf Open Source zu setzen. Das heißt, die Dinge, die man Open Source beziehen konnte, haben wir Open Source bezogen. Zum Beispiel, klassisches Beispiel, Typo 3, also unser Kundencenter ist in Typo 3 gebaut. Wir haben dann angefangen, auf Typo 3 das Kundencenter aufzusetzen, haben mit Typo 3 größtenteils alles gemacht und haben dann mit der Zeit aber auch gemerkt, dass dieses Open-Source-Thema einfach, das ist das Ding. Und wir wollten einfach auch ein bisschen was zurückgeben und nicht nur was nehmen, weil davon lebt dieses ganze Open-Source. Und haben dann auch selbst angefangen, Dinge auf GitHub zum Beispiel, ist glaube ich so die klassische Plattform für Open-Source-Themen, haben dort angefangen, selbst Dinge zu publizieren. Das heißt, wir haben Code, den wir geschrieben haben, den wir für Probleme geschrieben haben, haben wir gedacht, okay, vielleicht hilft dieser Code auch anderen Leuten, hilft dieses Programm anderen Leuten und haben es dann eben auf GitHub, auf unserem GitHub-Account veröffentlicht, um da einfach der Open-Source-Community einfach ein Stück weit etwas zurückzugeben und da auch ein bisschen weit, jetzt sagen wir, voranzugehen und dort einfach ja, Dinge zu publizieren. Und dieses ganze Open-Source-Thema kann man noch viel weiter spinnen. Ich denke, ihr wisst alle, dass WordPress auch Open-Source-mäßig unterwegs ist. Das muss ich, glaube ich, nicht erzählen. Und ja, der Robert arbeitet ganz viel damit. Und ich denke, jetzt ist deine Zeit gekommen. Yay. Ja, genau. Das ist das Gute, wenn du Leute hast, die quasi Dinge machen können. Das ist quasi, so arbeiten wir am liebsten auf Projekten. Das heißt, wir haben als Basis haben wir quasi Repositories, das heißt, wir haben auf Bitbucket aktuell ca. 800 Repositories liegen. Oder auf Bitbucket haben wir aktuell 800 Repositories liegen, wo quasi jedes Plugin, jedes Theme und die Webseite selber sind jeweils ein eigenes Repository, weil man eben dann Dinge wiederverwenden kann. Zum Beispiel sowas wie Yoast benutzen wir auf mehreren Instanzen, sowas wie eigene Plugins von uns werden auf mehreren Instanzen benutzt. Zum Beispiel MultilingualPress benutzen wir auf sehr vielen Instanzen und deswegen haben wir das quasi, haben wir ein Repository und eben dann Packages, die da drumherum sind. Das Ganze wird bei uns dann über CodeShip ausgerollt, das heißt, wir haben eine CodeShip-Instanz, auf der dann das ganze Paket gebaut wird und das wird dann, wie ihr seht, quasi hier drüben, wird dort quasi Composer ausgeführt auf dem CodeShip, wird alles zusammengebaut. Und dann, wenn das fertig ist, wird das quasi ausgerollt auf die Instanz. Da komme ich gleich noch genauer dazu, wie das quasi dann einzeln dort passiert. Und dort werden wir quasi dann, wird bei New Relic ein neues Event angelegt, dass wir auch wissen, ob das Release quasi gut durchlief. Und dann wird das ganze Ding auf dem Webserver ausgerollt und wir bekommen per Slack eine Information. So, das ist quasi jetzt unser aktueller Workflow, auf den ich jetzt im Einzelnen nochmal eingehe. Das heißt, für uns zum Beispiel benutzen wir Composer als Basis. Habt ihr heute schon mal irgendwo bei hier eine Session gehabt zu Composer? Wir benutzen das als Abhängigkeitstool. Das heißt, wir können quasi sagen, dass das Plugin MultilingualPress von verschiedenen anderen Plugins und anderen Paketen quasi abhängt, die dann von Composer beim Ausrollen auf dem Server automatisch sich geholt werden. Das heißt, wir haben immer genau definiert, welche Plugin-Version hängt von welcher Plugin-Version ab. Und welches Modul wird noch extra gebraucht, sodass wir quasi die Applikation jederzeit auf einem anderen Server wiederherstellen können. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel das kennt, ihr habt einen Server, wo ihr per FTP Sachen hochladet, kann es halt sein, dass ihr dort quasi in dem WordPress ein Update macht. Dann könnt ihr quasi diese Installation nicht ohne weiteres auf einem anderen Server wiederherstellen. Ihr könnt die nicht quasi, wenn euch der Server flöten geht und ihr habt nur eine Backup-Datenbank, wisst ihr halt nicht mehr genau, welche Version von welchem Plugin liegt da drauf. Das heißt, für uns ist immer quasi Composer die Basis von allem. Das heißt, wir wissen ganz genau, was liegt auf dem Server, weil wir quasi das Deployen machen wir mit der genau exakten Version. Das heißt, wir wissen exakt, was auf dem Server drauf ist. Das rollen wir quasi aus über unser eigenes Tool WP Starter, was wir erzeugt haben. Ihr seht hier hinten die URL-Struktur. Das sieht ein bisschen anders aus als ein normales WordPress, weil wir trennen quasi WP-Content mit allem, was
Spezielles mit allem, was Plugins, Themes, trennen wir quasi vom WordPress Core, weil der WordPress Core ist quasi was, was wir nicht anfassen, aber alles, was im WP Content drin liegt, fassen wir an. Das heißt, wir benutzen WP Starter, was eben auf Composer aufbaut. Das heißt, wir können damit auch definieren, dass bei einem Release auf einem Server vorher ein Backup gemacht wird, was irgendwo hingelegt wird. Dann wird das Composer quasi, baut sich über WP Starter quasi alles zusammen. Wir können im WP Starter auch definieren, welche WordPress-Version wir exakt haben wollen auf der Instanz. Wir können eine neue auswählen, wir können eine alte auswählen. Wir können definieren eben exakt genau, was wir auf der Zielinstanz haben wollen. Und das Besondere bei WP Starter ist, dass wir Environment-Files haben. Das heißt, in der professionellen Entwicklungsform existieren sowas wie WP-Config-Dateien existieren da nicht, sondern da existieren quasi Environment-Files. Das heißt, man definiert quasi eine Konstante, die dann im Environment-File drin ist. Darüber können wir zum Beispiel definieren, dass wir Updates ausschalten. Das heißt, wir schreiben nicht in die WP-Config rein, Updates funktionieren nicht, oder wir schreiben nicht in WP-Config rein, dass der Editor aus ist. Wir haben Environment-Variablen, die man eben auch über das Environment selbst und nicht über die Environment-Datei setzen kann, die von WP-Starter ausgelesen werden und dann auf die Instanz quasi ausgerollt werden. Das heißt, wir haben keine WP-Content, wir haben ein Environment-File, und das ist für jedes Environment eindeutig und einzeln und wird bei jedem Deployment quasi gesymlinkt. Da kommen wir schon auch zum nächsten Punkt, und zwar unser Zero-Downtime-Deployment. Das heißt, wenn ihr quasi auf einer Installation irgendwo was hochladet, kann es halt sein, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo ihr Sachen hochladet, wenn ihr zum Beispiel ein Plugin hochladet, das Plugin hat 200 Files, kann es halt sein, dass ihr quasi die Hauptdatei überspielt habt, die Hauptdatei selber von dem Plugin greift irgendwo hin, lädt sich eine Datei dazu, eine PHP-Datei, aber die habt ihr noch nicht hochgeladen in der neuen Version. Aber das Hauptfile greift schon quasi auf Funktionen zu, die noch gar nicht da sind. Das heißt, wenn ihr quasi dort mitten beim Upload seid, kann es halt sein, dass euch quasi euer WordPress kaputt geht, weil ihr ein Plugin habt, was noch nicht völlig hochgeladen ist. Das ist bei normalen Seiten ist das okay, dass so ein Plugin ist in einem Upload quasi, wenn es schnell geht, ist das mal in einer Minute oder 30 Sekunden ist das durch. Das Problem ist nur, das ist halt quasi, so kann man halt nicht professionell arbeiten, wenn man nicht eben hundertprozentig sagen kann, dass die Applikation quasi immer funktioniert. Deswegen benutzen wir Zero Downtime Deployment. Das heißt, wir erzeugen einen Ordner Releases auf dem Server. In dem Ordner Releases erzeugen wir einen Datumsordner, eben quasi genau die Sekunde. Spielen dort die von WP Starter die Composer-JSON rein, lassen das Composer durchlaufen, und erst wenn alles durch ist, erst wenn alle Pakete da sind, wenn alles quasi installiert ist, alles sich heruntergeladen wurde, alle Artefakte quasi da sind und wir wissen, das hat funktioniert, dann erst werden wir quasi den Symlink, den symbolischen Link auf dem Server, wo der VHost, also wo der Webserver quasi drauf zeigt, auf das Verzeichnis. Das ist bei uns ein symbolischer Link. Und den ändern wir. Und das Ändern des symbolischen Links dauert unter einer Sekunde. Das heißt, von jetzt auf gleich ist die neue Instanz quasi live mit allen PHP-Files, die da liegen. Und deswegen bemerkt halt keiner, dass es quasi, dass gerade ein neues Release ausgeführt wurde. So arbeiten quasi auch die großen Agenturen, weil eben genau damit du sicherstellen kannst, dass du halt eine Applikation hast, wo du weißt, was da quasi ist. Die noch größeren arbeiten so, dass sie komplette Server wegwerfen. Dass sie quasi virtuelle Server erzeugen, dort alles hinwerfen und dann quasi das IP-Routing auf den neuen Server umstellen. Das ist quasi nochmal eine Nummer größer, dann schmeißt du quasi komplette Infrastrukturen virtuell weg. Zum Logging benutzen wir, wenn das quasi alles ausgerollt ist, müssen wir wissen, ob die Applikation quasi funktioniert. Aus dem Grund benutzen wir kein Logging im Normalfall, was auf dem Server ist. Das heißt, bei euch ist es so, dass ihr quasi im Normalfall habt ihr einen Error-Log vom Server. Das heißt, da schaut ihr rein, wenn zum Beispiel euch der Kunde sagt, hier ist irgendwas bei mir komisch, kannst du mal nachgucken. Wir machen das so, dass wir auf den Elk-Stack aufbauen. Das heißt, wir benutzen, Elk-Stack ist quasi Elasticsearch, Logstash und Kibana, was eben ein komplett anderer Ansatz ist im Sinne von, wir loggen vom Server dorthin und können quasi
in dem Tool, was wir benutzen, in dem Fall Loxa.io, können wir quasi einstellen, wenn ein Error passiert, wollen wir per Slack Bescheid wissen. Das heißt, für uns ist quasi der Vorteil, dass wir nicht darauf warten, dass uns der Kunde sagt, ich habe deine Fehlermeldung gesehen, kannst du mal nachschauen, oder dass wir quasi in einem Rhythmus von einmal pro Woche in den Logfiles gucken, sondern wir, wenn quasi in der Applikation irgendwas ist, wo wir auch selber ein Logging definieren im PHP, wo wir selber sagen können, wenn das auftritt, schmeiß nicht einfach nur einen Fatal Error, sondern mach den Fatal Error genau so, dass wir quasi dann im Logging einstellen können, dass wir exakt dort ein Feedback bekommen und auch das Logging später innerhalb von Sekunden quasi terabyteweise Logfiles durchsuchen können. Deswegen benutzen wir das und haben uns dafür eine extra Erweiterung geschrieben für WordPress, heißt Vonolog. Das ist quasi ein System, das basiert auf dem im PHP-Universum bekannten Monolog, was eben andere Logging-Dienste ansprechen kann, und wir haben eben eine WordPress-Erweiterung dafür gebaut. Und ja, das wäre jetzt quasi so der Einblick, wie wir quasi Sachen ausrollen und damit wieder zurück zum Hoster. Klingt so ein bisschen bei der Formel 1 oder so. Okay, kannst du? Ach so, alles klar. Jo, damit diese ganze Magic, die Robert gerade erklärt hat, auch einwandfrei funktioniert, gibt es natürlich gewisse Software, die so systemseitig bzw. vom Hoster in irgendeiner Form bereitgestellt werden muss. Und wenn man als Hoster oder als Systembetreuer, in welcher Form man da auch immer auftritt, da dran geht und irgendwie Pakete versucht zu schnüren, ist das immer so eine Herausforderung, wo man sich denkt, okay, welche Software braucht mein Kunde jetzt? Das ist natürlich klar, also so Evergreens wie Git, Composer, PHP, die sind natürlich immer am Start, und da weiß man sofort, alles klar, die brauche ich. Aber gerade wenn es so an so spezielle Dinge geht, wie Robert das jetzt erklärt hatte, gerade mit dem automatisierten Deployment, mit der ganzen Elasticsearch-Geschichte, gibt es natürlich noch weitere Services, die systemseitig bereitgestellt werden müssen. Wir haben hier beispielsweise ein paar aufgeführt. Ist natürlich klar, der Elk-Stack funktioniert nicht ohne Elasticsearch, das heißt, im Idealfall stelle ich als Hoster meinem Kunden auch noch einen Elasticsearch bereit. Wir haben dann natürlich einen Redis, der als Datenbank-Cache genutzt werden kann, der dazu genutzt werden kann, um die Sessions dort reinzuwerfen, damit ich das über mehrere Server hin auch vernünftig skalieren kann. Vielleicht möchte ich noch einen Varnish nutzen, um dann wirklich richtig, richtig schnelle Auslieferungszeiten zu kriegen. Und das sind alles Dinge, die man als Hoster bereitstellen muss oder bereitstellen sollte, damit man als Kunde wirklich Spaß mit seinem Tarif, mit seinem Paket hat. Das Problem ist natürlich, man kann nicht von Anfang an alles bereitstellen, weil wenn ich sage, okay, ich möchte von Anfang an mit jede Software einbinden, dann entwickle ich erstmal 2 Jahre lang nur Software und versuche die irgendwie in meine Tarife zu kriegen, und dann kann ich erst anfangen, meinem Kunden wirklich zu hosten. Das heißt, die nächstgrößte Herausforderung ist zu schauen, okay, wie kriege ich meine Infrastruktur wirklich so, also als Hoster oder als Systemmensch, wirklich so modular und so flexibel aufgestellt, dass ich die Möglichkeit habe, im Nachhinein noch Software zu ergänzen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Robert kommt und sagt, hey, wir würden da gerne auch bei euch Blackfire nutzen, dass wir nicht sagen müssen, nee, sorry, ist nicht, weil können wir nicht abbilden, sondern dass wir sagen, ja klar, kein Problem, können wir dir einbauen, nicht jetzt sofort, weil halt logischerweise noch andere Sachen da sind, aber wir können das in einem Zeitraum X, können wir das problemlos bei uns ergänzen. Und das ist ein Riesenthema, über das sich jeder Host auf jeden Fall Gedanken machen muss und was eigentlich in der heutigen Zeit abgedeckt sein muss, weil jeder Kunde andere Anforderungen hat an das System, an die Software, die er anbieten oder die vorhanden sein muss. Muss einmal klicken. Jo. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, als Entwickler oder als Softwarebude zu sagen, jo, also ich weiß ja am besten, was ich so an Software brauche, und warum hoste ich den ganzen Bums nicht einfach selbst, hole mir hier meinen Server bei AWS oder hole mir irgendwo einen Root-Server, x-beliebiger Anbieter, und installiere mir den ganzen Kram selbst. Ich denke, das größte Thema bei dieser ganzen Self-Hosting-Geschichte ist jetzt auch gerade seit der DSGVO-Thematik der Security-Aspekt. Das heißt, viele Leute sind sich gar nicht bewusst, was es bedeutet, eigene Server zu betreiben, eigene Systeme zu hosten, eigene Systeme zu warten. Es gibt verschiedene Mailinglisten, in denen man sich eingetragen haben sollte. Es gibt verschiedene Seiten, auf denen man sich regelmäßig rumtreiben sollte, um wirklich dann Sicherheitslücken, kritische Sicherheitslücken mitzukriegen. Und da meine ich jetzt nicht so Sicherheitslücken wie Dirty Cow, die dann, weiß nicht, weltweit überall breitgetreten wurden. Ich meine, wenn so eine Sicherheitslücke im Radio ausgestrahlt wird, ich meine, hey, Radio und Internet, also wenn so eine Sicherheitslücke im Radio bekannt gegeben wird, dann ist es häufig schon zu spät, dann ist der Zug schon abgefahren. Also wer es vorher nicht mitbekommen hat, der hat schon verloren quasi. Und
Dirty Cow wurde sehr breit getreten, aber es gibt fast wöchentlich oder täglich Security Releases oder Security Notes von Dingen, die im Linux-Kernel auffallen, die sonst irgendwo auffallen, die so niemand mitbekommt, die man als Hoster, als Serverbetreiber aber auf dem Schirm haben muss. Und man muss das Know-how haben, diese Lücken auch bewerten zu können. Das heißt, wenn so eine CVE kommt, so werden für gewöhnlich diese Security Leaks betitelt. Das heißt, man muss wissen, okay, welche Version ist das? Steht meistens drin. Benutze ich diese Version? Wie kann diese Sicherheitslücke ausgenutzt werden? Kann die Sicherheitslücke bei mir ausgenutzt werden? Fangen wir die gegebenenfalls irgendwo ab? Und im Endeffekt kann es dann tatsächlich passieren, wenn man dort nicht vernünftig aufpasst, dass man wegen einer Sicherheitslücke in einem bestimmten Patch-Level in der OpenSSH-Server-Version, die OpenSSH hat jeder auf seinem Server, weil sonst kann man sich nicht bei SSH verbinden, dass deshalb die ganze Maschine gekapert wird. Und wenn man dann seinen 20, 30, 40 Kunden erklären muss, hey, sorry, ein bisschen blöd gelaufen, deine Daten sind jetzt sonst wo, ist das nicht ganz so cool. Das heißt, dieses Security-Thema ist ein Riesending, das viel zu sehr unterschätzt wird und das, wenn man eigene Systeme betreibt, über das man sich auf jeden Fall im Klaren sein sollte, was für eine Last man damit hat und was für eine Verantwortung man damit hat, da auch vernünftig umzugehen. Neben der Security-Thematik gibt es natürlich noch die Thematik des technischen am Ballbleibens, habe ich, glaube ich, da oben betitelt, ja. In der IT, ich weiß nicht, wie man das so sagt, so eine Woche ist, ich weiß nicht, im echten Leben ein Jahr, also das ist sehr, sehr schnelllebig, es kommen viele, viele neue Sachen und bestes Beispiel ist zum Beispiel die Geschichte mit Let's Encrypt, das heißt, es kam so eine Zeit, da war, haben es so, das war glaube ich so letztes Jahr oder wurde es vermehrt stärker, dass man es einfach nicht mehr eingesehen hat, für SSL-Zertifikate Geld zu bezahlen. Und dann wurde dieses Let's Encrypt-Thema ganz stark und es ist halt gerade so als kleine Softwarebude, mein Hauptthema ist einfach Webentwicklung. Ich bin fit im WordPress-Seiten gestalten, ich bin fit in JavaScript und so weiter und so fort, was auch gut ist, aber wenn es dann darum geht, okay, ich muss das machen, also mein Kerngeschäft, und muss dann noch meine Serverinfrastruktur betreuen, muss meine Serverinfrastruktur updaten, ich muss dafür sorgen, dass mein Ubuntu, Debian, welches OS auch immer, aktualisiert wird, Sicherheitspatches, ich muss gucken, dass ich das vernünftig skalieren kann. Ich brauche immer wieder neue Server, die müssen automatisiert eingerichtet werden. Das muss alles sofort zack, zack, zack gehen. Dann brauchen alle meine Kunden Let's Encrypt und dann habe ich da 20 Server, die ich updaten muss. Und da bin ich dann auch mal eben 3-4 Wochen mit beschäftigt. Und gerade dieses, wenn so riesige Änderungen kommen, wie es jetzt Let's Encrypt war, was ja doch nicht urplötzlich gekommen ist, aber was automatisch alle, was meine gesamte Infrastruktur betrifft, dann spätestens dann trennt sich so die Spreu vom Weizen, weil da kommen dann viele, viele kleine Hoster, viele Softwarebuden, die ihre eigenen Server betreiben, kommen in Stolpern und denken sich, also irgendwie ist das jetzt doch nicht so einfach. Dann habe ich einen Entwickler 4 Wochen abgestellt, bis der alle Systeme geupdatet hat. Da hätte er halt auch gut andere Aufträge abwickeln können. Was zusätzlich nicht vernachlässigt werden darf, ist das Monitoring der Server natürlich. Mit wachsenden Kunden, angenommen ich hoste selbst oder als die Herausforderung des Hoster-Systembetreibers ist, sicherzustellen, dass alle meine Server trotzdem erreichbar sind, dass alle meine Server laufen, dass mein Netzwerk vernünftig funktioniert, dass ich nirgendwo Paketverlust habe, dass meine Webserver ausliefern, dass ich noch genug Kapazitäten frei habe, wenn ich jetzt, weiß nicht, ein Kunde hat viel Traffic und dann ist der ganze Server irgendwie weg oder ist ziemlich stark unterlassen und der braucht alles und meine anderen Kunden haben gar nichts mehr. Das sind so Dinge, die auf jeden Fall die berücksichtigt werden müssen, in die ich auch für die ich verantwortlich bin, sobald ich meine eigene Serverinfrastruktur betreibe. Da gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier mal so ein kleines Dashboard, das nennt sich Grafana. Grafana ist ein Virtualisierungsdienst für diverse Arten von Metriken und wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, oder ist eine Möglichkeit, die wir jetzt auch nutzen, um eben Metriken, also Daten über Server zu visualisieren. Damit hat man die Möglichkeit, verschiedene Dinge zu visualisieren, wie zum Beispiel, in dem Fall sind es jetzt verfügbare Kapazitäten, verbrauchter RAM, Server-Auslastung, wo ist die Server-Auslastung Größe 1. Da kann man ganz verschiedene Dinge mitmachen. Und wenn man dann, wenn man wirklich hingeht und sagt, ich möchte meine eigene Infrastruktur betreiben, ist das auf jeden Fall ein Thema, um das man sich Gedanken machen sollte und um das man sich kümmern muss. Im Zuge dieser ganzen Monitoring-Geschichte, Serverinfrastruktur betreiben, kommt früher oder später das Thema Skalierung auf den Tisch. Das heißt,
es gibt ja dieses Scale-up und Scale-out. Das heißt, schmeiße ich meinen Server mit Hardware tot oder stelle ich mehrere Server hin, auf die ich meine Workload verteilen kann. Und da kriegt das Thema natürlich auch nochmal eine besondere Relevanz. Neben den Systemaspekten, die es beim Scaling gibt, gibt es, glaube ich, bei WordPress noch einige Besonderheiten. Ne? Genau, wenn jetzt die richtige Slide kommt. Genau, wir haben quasi, also das Einfachste, was er gerade gesagt hat, ist eben das Scaling. Das heißt, wenn man quasi wenn man eine Applikation hat und man hat eben einen Server und der Server reicht, kann man den Server halt sehr, sehr groß machen, im Sinne von einfach mal quasi 1 Terabyte RAM rein und quasi 32 CPUs drauf. Wenn das aber eben nicht mehr reicht, nehmen wir einfach mal das Beispiel WordPress.com, das sind mehrere Millionen Sites. Gibt es quasi die Möglichkeit, in der WordPress-Community dort einen Ausfall, ein anderes System zu nehmen. Da gab es früher HyperDB, es gab MultiDB von verschiedenen Anbietern oder eben jetzt das Ludacris, oder wie es auch immer ausgesprochen, Ludacris DB, sind sich Leute nicht sicher, wie das ausgesprochen wird. Ich werde nochmal den Entwickler davon fragen. Das funktioniert quasi so, dass es eine Basis ist für die Multisite. Das heißt, Multisite funktioniert bei WordPress so, dass auf einer WordPress-Installation mehrere Instanzen sind und die einzige Instanz, die quasi immer gleich ist, sind die User. Die sind immer über alle Systeme gleich, deswegen habt ihr quasi mit einem User auf WordPress.com könnt ihr euch quasi auf mehreren Sites dort einloggen. Die Datenbankverteilung läuft quasi dann so, dass ihr das db.php, die quasi in dem Repo beiliegt, die legt ihr quasi in das WordPress, in den WordPress. In den WordPress WP Content Ordner. Sobald die da drin liegt, wird WordPress die automatisch benutzen. Die wird dann quasi benutzt, sobald WordPress eine neue Datenbankverbindung aufmacht, schaut er zuerst in diese db.php rein und würde dort sich von dort die Datenbankklasse holen. Und im Fall von den Datenbankverteilungssystemen ist es dann quasi so, dass du damit mehrere Datenbanken benutzen kannst. Das heißt, du kannst sagen, dass zum Beispiel du 4096 Datenbanken hast und jede WordPress-Site in der Multisite liegt in einer anderen Datenbank. Das wiederum heißt, dass man, wenn man das möchte, zum Beispiel Site Nummer 15, könnte man auf einen eigenen MySQL-Server legen, um halt wirklich Skalierung für die einzelnen Sites zu machen. Wenn da sehr viel Last drauf ist, kann man wirklich dann da halt einzelne Sachen machen, einzelne Datenbank-Server dafür extra ausstellen. Zum Beispiel, wenn die Datenbank Nummer 14, wenn die in Japan sehr benutzt wird, könnte man den MySQL-Server zum Beispiel dort in Japan hinlegen und könnte ein global distributiertes System haben, wo eben, wenn sehr viel Last in Japan ist, eben die Datenbank dort auch in Japan steht. So macht es zum Beispiel auch WordPress.com als Basis für die Geschichte. Und das sind quasi Möglichkeiten, wie man WordPress out of the box skalieren kann, um eben dort mit der Applikation schon mehrere Server zu benutzen, ohne eben auf einem Server den einen Server quasi hoch zu skalieren. Genau, und jetzt wäre quasi wieder du dran. Schon wieder? Ja. Okay. Genau, neben der applikationsseitigen, also neben den applikationsseitigen Anpassungen, die man machen kann, um eine Anwendung zu skalieren, das heißt, zu schauen, okay, wie kriege ich es jetzt hin, dass meine verschiedenen, angenommen ich hätte verschiedene Datenbankserver, dass meine verschiedenen Datenbankserver genutzt werden. Das setzt ja schon ein gewisses Skill-Level voraus, was ich mitbringen muss, was meine Entwickler mitbringen müssen. Es setzt auch eine gewisse Lust auf Dinge tun voraus, weil wenn ich da, weiß ich nicht, in eine Datei etliche Zeilen Code brettern muss, nur um da so jetzt unterschiedliche Datenbankserver anzusprechen, ist halt nicht mal eben einfach so gemacht. Systemseitig gibt es natürlich auch Herausforderungen, die ich bewältigen muss, wenn ich sage, okay, ich möchte meine Anwendung jetzt skalieren, ich möchte meine Anwendung über mehrere Server skalieren, dann gibt es so Dinge wie, okay, wie stelle ich sicher, dass alle meine Seiten den gleichen Inhalt haben, dass alle auf die gleichen Content zugreifen, auf den gleichen Datenbestand. Wie kriege ich es hin, dass meine Sessions, also die User-Sessions, gerade in Shops besonders spannend, dass die konsistent gehalten werden. Das heißt, Benutzer kommt auf Server 1 raus, beim nächsten Aufruf ist er auf Server 3. Wie schaffe ich es, dass er immer noch seine Session von Server 1 hat und nicht auf einmal sein Warenkorb weggeflogen ist oder sowas? Wie kriege ich es hin, dass ich eine möglichst hohe Ausfallsicherheit erreiche? Wie schaffe ich es, dass ich keinen Single Point of Failure habe? Das heißt, angenommen, ich habe einen Load Balancer, der fällt weg,
dann ist alles, dann geht nichts mehr. Und wie schaffe ich es, dass das eben nicht der Fall ist? Und diese Fragen muss man sich immer stellen, bevor man überhaupt anfängt, die Anwendung zu optimieren. Gerade also wenn es an das Thema Scaling geht. Und relativ schnell, wenn man sich um diese Dinge kümmert, wird man an den Punkt der Orchestrierung kommen. Das heißt, viele von euch haben sicherlich schon mal den Begriff Kubernetes gehört und Docker. Ich weiß, eben war eine Session dazu, da waren, glaube ich, auch ein paar von euch drin. Ich glaube, es wird nämlich besser. Ne? Okay, die Geschichte mit, dass man dann eben schauen muss, okay, wie skaliere ich meine Anwendung jetzt am einfachsten und nach Möglichkeit auch automatisiert über mehrere Server. Das ist halt so ein Ding, was gegeben sein muss, sobald man stark frequentierte Seiten hat. Das heißt, meine Aufrufe gehen hoch. Ich habe auf einmal auf dem einen eine Auslieferungszeit, die, weiß ich nicht, eine Sekunde überschreitet. Das finde ich meine Schmerzgrenze, alles klar. Wenn dieser Punkt erreicht ist, muss ich skalieren. Das heißt, ich brauche weitere Anwendungsinstanzen, die dann auch meine Besucher bedienen können und damit ich meine Auslieferungszeit wieder runter skalieren kann. Und das alles möchte man natürlich als Hoster oder als Mensch, der Infrastruktur bereitstellt, möchte ich meinem Kunden bieten oder muss ich meinem Kunden bieten, ohne dass er jetzt Anpassungen vornehmen muss. Ich denke, das ist dann so der Moment, wo man sagt, okay, dann habe ich es geschafft. Das heißt, wenn der Kunde einfach hingehen kann sagen, okay, ich möchte jetzt hier mein WordPress haben, hat dann sein WordPress, baut dort seine Seite auf und weiß ganz genau, alles klar, der Hoster kümmert sich darum, wenn ich jetzt auf einmal, ich komme in der Höhle der Löwen oder so und habe dann 200.000 Aufrufe gleichzeitig, dass ich weiß, alles klar, kein Problem, mein Hoster kümmert sich darum, dass meine Anwendung automatisch skaliert, dass ich automatisch weitere Server hinzugeschaltet bekomme und die wieder runtergeschaltet werden, sobald der Besucheransturm eben abflacht. Und das ist eine Herausforderung, die auf jeden Fall bewältigt werden muss, die bewältigt werden kann. Und ja, ich glaube, sonst habe ich nichts mehr. Genau. Fragen? Jo. Sind wir quasi durch? Habt ihr? Cool. Nein, das war sie nicht. Was hat er gesagt? Und du sagst, nein. Achso, die kommt später. Glaube ich. Kommt sie? Ich habe noch keinen, ich habe es nicht auf der Agenda gesehen, wo sie landet. Ich muss nachher mal Thomas fragen. Achso. Okay. Hat noch irgendjemand? Da hinten eine Frage. Ja, ich würde einfach mal Dennis den direkten Draht mal hier in der Runde nutzen, wenn du Blackfire und Blackfire ansprichst. Mhm. New Relic, für uns ist es halt für kleinere und mittlere Accounts, die wir dann zum Beispiel bei euch laufen lassen. Mhm. Und dann müssen wir das System debuggen. Mhm. Die Frage wiederum, okay. Die Frage fürs Video war, wie weit entfernt Midwald-Hosting von Blackfire und New Relic war es, ne? Yes, genau. Ich hau jetzt einfach mal raus. Also wir arbeiten aktuell oder schon seit längerem am neuen Produkt, deshalb auch dieses wunderschöne T-Shirt. Dieses neue Produkt nennt sich Spaces. Das ist auch das, wo der Robert jetzt zum Beispiel unter anderem drauf entwickelt. Und tatsächlich haben wir bei Spaces von Anfang an eine New Relic-Integration. Das heißt, du kannst, wenn du bei Spaces heißt es ein Space, das heißt, wenn du dein Space angelegt hast und in welcher Form auch immer, WordPress oder einfach nur ein LAMP-Stack, auch die Möglichkeit besteht, kannst du einfach in die New Relic.ini zum Beispiel gehen und kannst sagen, okay, ich trage jetzt hier, es gibt ja diese Keys da, die du eintragen kannst, den kannst du da eintragen, aktivierst dann dieses Ini-File, indem du es halt in .ini umbenennst und in dem Moment konnektiert sich halt deine Anwendung dann direkt mit New Relic. Also da haben wir es von Anfang an direkt mit integriert und das Coole ist, dass wir auch tatsächlich die Möglichkeit haben, okay, ihr seid auch so Fans von Blackfire, ich weiß nicht, was das besser macht als New Relic oder was nicht, auf jeden Fall sind wir auch daran, das mit zu integrieren. Das ist ein bisschen herausfordernder, weil die ja diesen Agent haben, der zusätzlich laufen muss, sobald du mehrere Instanzen hast. Und da sind wir auch dran, das zu implementieren. Es wird auch implementiert, jetzt jedoch nicht zum Release. Das Release kommt bald. Und, aber New Relic ist, wie gesagt, ab Werk direkt dabei. Und auch so mit Spaces haben wir auch so Dinge wie automatische Skalierung abgefangen. Wir haben Dinge wie zentrale Datenverwaltung.
wie gesagt, automatische Skalierung, automatisches zentrales Session-Management und alle diese High-Enterprise-Dinge, die man voraussetzt, die man braucht, sind damit tatsächlich dann auch abgegolten. Ja. Weitere Fragen? Fürs Video, es gibt keine weiteren Fragen. Ja, danke.